Hi Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Flowers. Ich bin direkt von der Arbeit nach Essen gekommen. Wir werden nämlich mit euch zusammen in Essen in Primark live shoppen. Ich freue mich drauf. Direkt hier am Eingang zeige ich euch mal die Damen hier. Ich finde die Hose und die Farben voll schön, ehrlich gesagt. Aber ich wüsste jetzt nicht, mit was ich das kombiniere. Also vom Stoff hat das mir aber sehr gefallen. Also mit etwas längerem weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen möchte. Aber wir gucken mal weiter. Ei, du gesamt. Einfach ein T-Shirt für nur 8 Euro. Schaut mal, schön lang. Auch tolle Farben. Wow, wow, wow. Okay, ich werde definitiv fündig, Mädels. Ich habe schon einen Rock gefunden. Nehme ich mal in der Größe M mit. Ihr kennt mich. Ich zeige euch alles, was ich gekauft habe, getragen bei dem nächsten Teil 2. Also eine Tasche sehe ich gerade. Richtig toll für die Sommertage. Und eine schöne Bluse in dem tollen Mintgrün für 16 Euro. Also ich merke gerade, dass das nichts für mich ist, da der hier eine Riesenöffnung hier hat. Moment. Wo kann ich das zeigen? Hier, genau. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, die beiden in Kombi mitzunehmen. Bleibt aber. Oh Mann, ist die süß. Richtig schön klein. Für 12 Euro. Kann ich mir mit so einem Sommerkleidchen sehr gut vorstellen. Jetzt gerade mit meiner Kombi sieht die echt winzig aus. Ein Sweatshirt in dieser tollen Farbe. Boah, nur 12 Euro. Ich guck mal, ob ich den in L mitnehme, damit es schön länger wird und weiter sitzt, wisst ihr? Boah, die Farbe gefällt mir. Und kostet 12 Euro nur. Also, ihr merkt, das sind die Farben 2022 Sommer, so richtig schöne grelle Töne und ja, auch sowas. Ich dachte mir, ich zeige euch mal Outfit of the Day, relativ unspektakulär und fast alles, ja, die Weste, genau, kann ich mal kurz, die Weste aus ist aus Zara, nicht aktuell, aus dem Sale. Das Oberteil, was ich da drunter anhabe, ist aus H&M und das habe ich wirklich sehr gerne an, das ist mega bequem. Kopftuch aus Shein kann ich euch auch verlinken. Das Innere werde ich euch auch verlinken. Basic kann man immer wieder unter Westen und einfach so anziehen. Und die Hose ist aus Monkey. Auch wird unten in der Infobox verlinkt. Und die Schuhe sind aus ASOS. Aber kann man überall finden. Und die Tasche ist aus TK Maxx. Handyhülle aus Amazon. Aber jetzt machen wir weiter mit dem Live. Also ganz basic Unterwäsche sozusagen, die hier so sind, finde ich aber richtig gut, weil die hier oben richtig oben beschnitten sind, wisst ihr, zugeschnitten sind, so dass man das, Moment, ich zeige euch das mal hier an lila, Moment, ups. Hier kann ich das euch gut zeigen. Der Kragen ist so geschlossen, sodass man ganz einfach Kopftuch auch eng nach hinten binden kann, sodass man nicht befürchtet, dass da hier irgendetwas offen bleibt, wisst ihr? Cool ist, dass man den in allen Farben hat. Das würde ich mitnehmen. Das hier ist auch gut, also ist sogar besser, aber leider vom Stoff her etwas zu dick. Meine Lieblingsleggings in Weiß. Und in der optimalen Länge für uns kürzere Damen habe ich aus Primark. Aber ich sehe gerade, die haben aktuell nur die schwarzen. Man müsste immer wieder reinschauen. Ich hatte wirklich 4, 5 Stück mitgenommen. Aber aktuell, also jetzt brauche ich wieder neue, also Nachschub. Ich mag das sehr, weil die nicht zu lang sind, wisst ihr? Die aktuelle Hitfarbe Pink. Schaut mal, der gefällt mir. Ich finde die Kombination von Rot und Pink sehr schön. Moment, kostet 16 Euro.
Dann hat man so ein Zweiteiler. Tasche passend dazu für 8 Euro. Ein mega enges Kleid. Aber ich muss sagen, wenn du dir das zutraust, warum nicht? Kombiniert dann mit der Bluse. Einfach offen getragen. Voll süß, Sisterhood. Einfach oversize und basic. Zum Verschenken finde ich voll süß an Freunde. Einfach nur spontan, muss nicht unbedingt einen Grund haben. 8 Euro. Und das steht hier drauf, schaut mal, richtig cool. Voll süß. Right or left? Schreib mal bitte in den Kommentaren, zu welchem Team gehörst du? Rechts oder links? Boah, ich würde sagen eher links, weil das so farbig ist. Aber das ist auch schön. Doch, einfach nur, weil das mehr Farbe hat. Also längere T-Shirts unter etwas längeren Blusen, einfach also Hemd offen getragen, sieht sehr schön aus. Den haben die auch in dieser Farbe schön lang, weiß, grau, also ganz viele Basic T-Shirts, was man immer wieder sehr leicht kombinieren kann. Heute alles, was ich euch zeigen möchte, fällt mir runter. Naja, ich hebe aber alles vorbildlich wieder auf. Naja, ich wollte euch das mal einmal zeigen. Man könnte das gut als Kopftuch benutzen. Ich finde die Farbe interessant, weiß gar nicht, ob die mir steht. Könnte sein, aber könnte auch nicht sein. Die müsste man aber zweilagig benutzen. Die haben hier auch so ein Wickelrockteil über die Bikinis. Und ich will mal überlegen, ob man das auch als Kopftuch benutzen könnte. Ist aber bestimmt quadratisch, aber eigentlich könnte man das gut machen. Ich finde die Farbe gerade richtig schön. Auch mit so hellen Sachen oder mit grün. Überlegen. Also so sieht es in Wirklichkeit aus. Also für sowas ist das gedacht. Also an alle, die bald in den Urlaub wollen, jede Menge neue Bikinis und Bikini-Oberteile. Also ganz viel Auswahl, aber wirklich ganz, ganz viel. Ich werde das jetzt hier wirklich nicht detailliert zeigen. Nur einfach mal so rumgehen. Schöne Farben, unterschiedliche Muster und Modelle. Passend dazu Hosen. Schaut mal die Farbe an, die Farbe. Und da geht es auch weiter. Also die haben wirklich richtig viel an Badezeug. Falls du, wie gesagt, bald in den Urlaub fliegst. An alle baldigen Gillins. Hier habt ihr jede Menge Zubehör für eure Party. Hatte ich echt noch nie so gesehen. Schreibt mir mal bitte in den Kommentaren, ob sowas schon für dich geplant wurde oder ob du das schon hattest oder planst. Also meine Party war echt, echt, echt schön. Ich kann mich wirklich mega an die Zeit erinnern. An die Zeit vor 7 Jahren, 8 Jahren. 9 Jahren? Ich weiß es nicht. 2014. Schaut euch mal das an. In grün, also gelb, grün, pink, blau und in dieser langweiligen Farbe. Ich finde diese Farben richtig krass. Aber ich denke, ich kann damit bestimmt nicht bequem gehen, weil das hier alles offen ist. Aber ich überlege gerade, ob ich das für eine tolle Kombi, weil ich habe jetzt einen Zweiteiler in dieser Farbe. Hier nicht, aber würde ich gerne haben. Und die Farbe finde ich auch schön. Das könnte man etwas leichter kombinieren. Ich will eins unbedingt mitnehmen. Ich guck mal, wie viel der kostet. 12 Euro nur. Auf dieser Seite geht es weiter, etwas schicker und mit Plateau.
Ehrlich gesagt liebe ich Plateauschuhe. Mit denen fühlt man sich einfach bequemer. 18 Euro. Vielleicht nehme ich den in Schwarz mit. Ich finde den Absatz nicht schön. Ich zeige euch trotzdem, der kostet 18 Euro. Haben die auch in dieser Farbe, dieser. Ich merke, ein Modell in mehreren tollen Tönen. Das könnte vielleicht für jemanden, der bald eine Veranstaltung hat, eine Party hat oder ja, eine Verlobung oder so, könnte das vielleicht was sein. Unter weißen Kleidern oder so. Wow. Verdammt. So eins habe ich nämlich aus ASOS, nein, so eins in dieser Farbe habe ich von ASOS bestellt. Bestimmt ist der preislich auch günstiger. Genau, 16 Euro. Der von ASOS war 36 Euro. Hatte minimal mehr Plateau. Tut hat den Clash. €16 in Weiß. Der ist schön. Der würde auf braune Haut so hübsch aussehen. Ich habe, glaube ich, sehr gerne diese Farbe. Das ist meine Schuhgröße. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die immer hässlich. Ach, ich dachte, Flipflops mit Absatz habe ich immer nicht schön gefunden. Aber waren nicht die. Also die sind auch mega bequem hier, wenn der große Zeh hier rausschaut. Das finde ich blöd, also nicht schön. Aber könnte vielleicht doch schön aussehen. Zum Beispiel hier finde ich das vorne schön, aber hier nicht. Was sagst du zu diesen Schuhen? Irgendwie mag ich ja Loafers oder hier. Und ich mag eigentlich auch die Sohle, aber ich habe immer solche offen nie getragen. Ich habe zu Hause einige. Und weiß nicht, ob ich die jetzt mitnehmen soll. Sowas gefällt mir eigentlich gar nicht, aber ich weiß, dass die gerade ein bisschen begehrt sind. Deswegen zeige ich euch das mal. Hier haben die auch so Schuhe, die mich nicht ansprechen. Wie gesagt, ich mag solche Schuhe, aber hierbei finde ich die Sohlen zu dünn. Die gefallen mir wirklich sehr. Die habe ich letztes Jahr sehr gerne unter Maxi-Kleidern angezogen, aber in Schwarz weiß ich nicht. Ich bin ja eher kein Schwarzmensch. Aber wenn du Schwarz gerne kombinierst, 15 Euro. Okay. Zwar bin ich. Oh, beyazı da var. Bunlardan ikisinden bir tanesini alacağım. Weiß oder doch schwarz? Einige riesige Pencil Case, nur für 2,50 € in den tollen Sommerfarben. Der ist sogar nur 2 Euro. Also, die haben wirklich neue Kopftücher. Schaut mal, sind das nicht die ganz normalen Kopftücher, die wir so kennen? Für 5 Euro, dann hier pink. Der ist mir zu pink, also für meine Hautfarbe zu hell. 3 Euro. Weitere verschiedene Kopftücher in diesen tollen Tönen für 5 Euro.
Wie findet ihr diese Tasche? Also hier die, die man wirklich so auch tragen kann, aber auch so, wisst ihr? Irgendwie gefällt sie mir. Hat hier so ein Detail. Gibt es auch in schwarz, aber ich finde die in beige schöner. Und dann gibt es das hier. Ich fühle mich wie ein Ei. Ne, wo haben wir es? Aber schon hast du? Also stellt euch mal so einen Zweiteiler-Anzug vor. Kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen. Nur weiß ich nicht, ob das hier zu billig aussieht. Weißt ihr, was ich meine? Oma Gesell, ja. Also zu sind schon Gesell. Aber wo Oma Seite daher Gesell? Ich merke gerade, ich habe voll Redebedarf und rede manchmal türkisch, manchmal deutsch. Tut mir leid, Leute. Ich bin voll erschöpft eigentlich, aber habe trotzdem richtig Lust drauf. Uff, ich liebe es. Leider kurz arm, aber schon gestoffen. Richtig schön, auch noch blickdicht, wisst ihr? Aber Wickel. Wie traurig. Und schaut euch mal die Kombi an. Es ist ein Zweiteiler, kein Maxi-Kleid. Und das hier, leider, das ist zu kurz. Da ist es zu kurz. Hier ist es zu kurz. Hier ist es offen. Aber für die das kein Problem ist, das müsst ihr euch kaufen. Für nur 22 Euro und fühlt sich vom Stoff her echt gut an. Und die Jeanshose gefällt mir auch, weil die so schön gerade sitzt. Am Anfang hatte ich ja euch diese schöne lange Bluse gezeigt. Den haben die in dieser tollen Farbe. Dann, das sind andere Sachen, aber der ist auch richtig schön. Dann haben die den in dieser tollen Farbe. Und jetzt kann ich mich nicht entscheiden, ob ich da hinten das Grüne von am Anfang, das was ich gesehen hatte, mitnehme oder das hier. Irgendwie finde ich das hier nämlich auch richtig schön mit Beige. Oh mein Gott. Geil bei Ronaldo. Da nehme ich aber wirklich wieder eine ganz, ganz große Größe mit. Da das eh schon weit sitzt, ist das gar kein Problem, wenn ich eine große Größe mitnehme und die somit länger sitzt, wisst ihr? Diese Farbe, Mädels, Moment, fokussiert doch mal bitte. Ah, diese Farbe sieht echt anders aus, als es in Wirklichkeit aussieht. Das ist ein schöner Gelbton. Der sieht aber fast wie beige aus. Aber es ist gelb und schön und etwas dicker. Tambellig. Ich suche das hier und finde es leider nicht. Das haben die jetzt gerade in dieser Farbe, aber nicht in der. Also vom Stil her gefällt mir das hier echt gut, ne? Also schön weit geschnitten, blickdicht und lang, komplett schön maxi und wie gesagt auch lange Ärmel. Aber was ist das denn für eine Farbe, bitteschön? Ich denke, der Bären mit dem. Mega schade. Ich glaube, ich gebe dem trotzdem eine Chance und wir werden uns das beim zweiten Teil zusammen anschauen. Hier habe ich drei weitere Maxi-Kleider gefunden. Zeige ich euch mal. Also das erste Kleid, wenn ich hier nicht hängen würde, ja, Tom Chaos, bin ich mir nicht immer. Was ist heute mit mir los? Das erste Kleid ist hier so ein Maxi-Kleid, schaut mal. Schön Maxi. Und sieht auch sehr schön sommerlich aus, also schön dünn. Habe ich jetzt extra in der Größe 40 mitgenommen, damit der schön lang sitzt. Der ist minimal nämlich kurz. Ich gucke noch, weil der hat, glaube ich, zwei Öffnungen an den Seiten, aber kleine. Ich glaube, das wird mich nicht stören. Kostet 18 Euro. Das nächste ist auch relativ basic. Auch das komplett gleiche, nur in einer Farbe. Aber ich muss ehrlich sagen, sowas braucht man immer wieder. Es sieht nämlich einfach nur stylisch aus und ist leicht kombinierbar. Auch 18 Euro. Und Maxi-Kleid Nummer 3 ist ein Wickelkleid. Wickel-Maxi-Kleid in Grün und Karo. Obwohl, ja, Grün, Beige, Karo. Es ist grüner, als es jetzt gerade aussieht, muss ich sagen. Das habe ich nur Größe 44. Aber ich glaube, den werde ich nicht mitnehmen. Der ist mir ein bisschen zu winterlich nicht von den Farben, aber so von dem Muster. Hier diese blaue Hose, ne? Wenn ich dazu passend so einen Blazer finde, wird definitiv mitgenommen. Hier habe ich jetzt so einen Zweiteiler gefunden. Schaut euch die erste Hose nicht an, sondern die zweite. Moment, die muss ich da wegnehmen.
jetzt so. Das ist so ein Zweiteiler, schön lang auch. Hose nur 18 Euro und das hier 28, zusammen sind das 46. Genau. Ich habe auch noch diesen Zweiteiler gefunden, der ist schön lang. Also das ist erstmal so ein Pluspunkt, ja. In grün, das Oberteil kostet 22, also die Weste. Und die Hose ist auch eigentlich cool. Schaut euch mal diese Farbkombination an. Auch wenn das jetzt mich nicht anspricht wegen der Länge und Co., liebe ich die beiden Farben kombiniert. Es sieht einfach nur gut aus. Lederhosen in blau und beige für 18 Euro. Mädels, mein absolutes Lieblingsteil, was ich ebenso gefunden habe. Die Farbe kann man gar nicht sehen, das ist ein Grünton. Das, was ich euch eben mit dem beigen Teil gezeigt habe. Oh, der ist echt groß. Den musste ich, glaube ich, anprobieren und entscheiden. Aber kostet nur 10 Euro. Also, den hatten die auch nicht in vielen Größen, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe deswegen diese große Größe genommen. Den haben wir auch in schwarz, zeige ich euch mal gleich. Okay, das ist das in schwarz. Ich glaube, jetzt kann man die grüne Farbe besser erkennen. Ich muss sagen, ich wollte den unbedingt haben. Ich habe das irgendwo auf YouTube oder Instagram gesehen. Hätte mir mega gefallen. Aber da das Wetter gerade so toll ist, werde ich das nicht mitnehmen. Das ist wieder ein Grün-Ei-Gelb-Ton, welches man hier bei der Kamera nicht erkennen kann. Kostet 30 Euro. Wie gesagt, werde ich doch nicht mitnehmen. Aber hätte ich den einen Monat vorher gesehen, wäre er definitiv meins. Also sowas hat man auch noch, aber ich zeige euch jetzt das alles ehrlich gesagt nicht wirklich. Obwohl, der ist süß, ne? Ich zeige euch mal nur einen Schnelldurchlauf noch. Das hier so. Wow, Mäntel, die mir eigentlich mega gefallen, sind auf 20 Euro reduziert. Die Frage ist, ob man die eigene Größe findet, ne? Wow, der ist wirklich in Größe? Nein. Bedrücklich. Eigentlich ist ja logisch, hier solche Sachen für den nächsten Winter einzukaufen, wo alles schon im Sale ist. Aber ihr kennt mich, ich mache nichts, was logisch ist. Die Pyjama-Abteilung ist auch komplett neu. Könnt ihr mal reinschauen. Ey, das sieht glatt nach Zara-Pullis aus. Also ich hätte dafür, 30, 40 Euro bezahlt, 100%. Und wie viel kostet das hier? Nur 18 Euro haben die auch in grün. Stell dir mal vor, einfach beige, Maxi-Rock und so schön reinstecken und darunter eine Bluse. Sieht schon mal richtig gut aus. Was soll jetzt mitkommen? Den hier in pink, in grün? Ja, der hier nicht. Ist auch mega schön, aber ihr kennt mich, ich möchte Farbe haben. Ich wollte eigentlich keine winterlichen Sachen mitnehmen. Da mache ich jetzt aber eine Ausnahme, ehrlich gesagt. Und welches ich am Ende mitgenommen habe, siehst du, wie gesagt, bei dem nächsten Teil. Und wieder mal bei der Kinderabteilung erst. Da werde ich euch nicht so viel zeigen. Ehrlich gesagt, verstehe ich eh nichts. Ich weiß gar nicht, was gut oder schlecht ist. Ich wollte einfach nur die Farben so zeigen. Starten wir jetzt mit der letzten Abteilung Home. Und ich habe direkt hier vorne was entdeckt. Oh mein Gott, ähneln die nicht den H&M Kerzenhalter? Die habe ich auch zu Hause in schwarz. Ich finde aber diese Farbe ehrlich gesagt schöner und die kosten nur 3 Euro. Schock. Ich glaube, ich habe 15 Euro für die anderen bezahlt. Dann finde ich das hier auch sehr schön. Schälchen. Was ist das hier? Ne, das ist Deko. Das spricht mich nicht an. Und dann hier sowas. Oha, boah, ein Schock, also das ist auch richtig schön. Das sind so zwei Farben, bisschen dunkler und bisschen heller und wieder Kerzenhalter für, also Dönbakim, 7 Euro. Schade, dass sie nebeneinander nicht so schön aussehen. Kissen in Gelb. Richtig schön fein. Gelbtöne, Grüntöne und so Pastelltöne wieder passend zu dem
Frühling. Schau mal zum Beispiel, was für eine schöne Gelbfarbe ist das, bitteschön. Der riecht auch. Für 6 Euro. Haben die gesagt in Pink, Grün, Gelb, Weiß. Das sind, glaube ich, aktuell die Farben. Das ist auch richtig cool. Also ich finde, das sind so Dupes zu H&M-Vasen. Wirklich. Also von Tuxerbänden. Bunu alsam mı diye düşünmüyor değilim yani. Kann ich mir eigentlich schön vorstellen. So. Ay, bunu nasıl ignore ediyoruz? Schaut mal. Für 9 Euro. Ich zeige euch mal neue Kissenbezüge, die meistens 5 Euro kosten oder 6. Der ist schön. Das kostet 7. Samt 3,50 €. Das ist aber eine schöne Farbe. Mit Quasten. Schade, dass der nicht innen auch in der Farbe ist. Kostet 6 Euro. Oder doch nicht? Nur 3,50 €. Und dann haben wir hier auch noch so Teddyfell. Kissen. Den hatten wir eben in Gelb gesehen. Jetzt in Grau und Pink. Ach, ich brauche eigentlich Bettlaken. Nicht Bettlaken, sondern Spannbetttücher. Ich glaube, ich sollte meinen Balkon wieder gestalten. Das wäre für mich so ein Balkonkissen. Ich weiß auch, dass ihr gerne schwarz habt, zeige ich euch deswegen. Organizer, schaut mal, in diesen Maßen für 4 Euro. Ich glaube, Amazon verkauft die teurer, oder? 2,50 €. Diese Box in dieser Farbe 3,50 €. Sowas findet man bei Action günstiger. Dann zeige ich euch auch noch mal die Körbe. Ich muss sagen, da sind nicht allzu neue Körbe mit dabei. Aber hier vorne habe ich von diesen Körben, schaut mal, neue Farben entdeckt. Richtig schöne Farben sogar. Dazwischen auch noch das eine in Pink. Oh, ich habe voll Bock auf Picknicken. Boah, ich bin am Überlegen. Für 6 Euro ist das echt nichts, oder? Zwei Stück. Und sind anders, nicht die üblichen. Könnte eigentlich im Bad gut aussehen. Und der kostet nur 4 Euro. Der würde auch im Bad sehr schön aussehen. Tapetim Samam. Eins von den beiden kommt mit. Und hier haben wir auch noch was Neues, wollte ich euch auch mal zeigen. So richtig riesig. Für 5 Euro. Die kennt ihr eigentlich schon von meinem letzten Live-Haul. Und sowas. Damit könnte man auch was anderes machen. Eigentlich finde ich den hier passend mit dem hier schön. Und hier könnte man die tägliche Pflege schön platzieren. Für 7 Euro finde ich das aber schon krass viel, oder?
ja auch 7 Euro, 14 Euro zu zweit. Das ist ja Parlema. Schreibt mal, findet ihr das für 14 Euro zu zweit die beiden Teile teuer? Oder sagt ihr eher nicht? Die riecht richtig schön frisch, muss ich sagen. Und ich finde das eigentlich auch schön mit dem Pink. Man könnte das sehr gut später auch als Müsli-Schale benutzen für 8 Euro. Und dann haben wir auch noch sowas in 3 verschiedenen Duftrichtungen, was man auch dann später so individuell benutzen könnte. Also ich benutze gerne Duftkerzengläser im Nachhinein. Also ich hatte zum Beispiel das in Braun und so steht der jetzt mittlerweile in Braun bei mir im Bad. Zum Beispiel, guck mal, bitteschön, richtig schöne Schale. Euro, richtig süße Farben. Ich finde, man braucht ein bisschen Farbklecks zu Hause. Nicht mehr diese eintönigen Wohnungen. Ist hier nur mit Gold, Beige und Schwarz. Ich brauche mal echt ein bisschen mehr Farbe. Und hier sind auch ganz viele Kinderzubehöre reduziert. Schaut mal, zum Beispiel richtig süß. So ein Besteck, Teller-Set. Und was ist das? Genauso das Gleiche. Und so eine Latze. In diesem Gummistoff. Wie gesagt, Mamis kennen sich da besser aus als ich. Spielzeuge. Und ja, war jetzt so eine schnelle Runde. Ich weiß, dass man gerade nichts sehen kann. Tut mir leid. Schauen wir mal, zum Beispiel der hier für 1 Meter, also 100 Zentimeter. 10 Euro. Ist mal nichts, oder? Hier, das hier als Geschenk und passend auch mit Geräuschen. Auch nur 4 Euro. Güzel hediye. 5 Euro. Man bekommt richtig Lust mit Kindern im Sandkasten zu spielen. Ne? Magic Sand oder das sind Kreideeier. Oh mein Gott. Okay, Mädels, ich möchte nach Hause. Das war's von meiner Seite. Ich habe versucht, so gut wie möglich euch einige Teile zu zeigen. Ich muss sagen, es sind nicht nur einige Teile geworden, es sind extrem viele Teile geworden. Ich freue mich auf Teil 2 und euch alle Teile getragen zu zeigen. Ich habe die selber auch nicht anprobiert. Dafür hatte ich wirklich keine Zeit und ich möchte einfach das Wetter noch genießen. Bitte schreib mir noch in den Kommentaren, welche Abteilung ich dir beim nächsten Mal näher zeigen soll. Okay, ich beeile mich. Ups. Aber das Wetter ist einfach so gut. Ich möchte einfach nur nach Hause das Video abdrehen, also bearbeiten und einfach rausgehen und das Wetter genießen. Wir sehen uns Montag bei einem nächsten Video. Eure Hijab-Lovers. Ciao.